Hallo du, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Council. So, wir sind jetzt mittlerweile in Episode 4 angekommen und ja, wir haben es in Episode 3 der letzten Folge eigentlich auch direkt noch geschafft, das geilste Rätsel überhaupt zu lösen. Ich grinse immer noch wie ein Honigkuchenpferd, um ehrlich zu sein. Das war nämlich mega cool. Und wir müssen jetzt die heilige Lanze beschaffen. Und nur Piachi hat irgendwie einen Plan davon, wie das Ding aussieht. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal zu ihm. Und the Cardinal's not in his room. Oh. I bet he went back to stuffing himself. Oh boy, ist das dein Ernst? Meine Güte, aber auch so. Danke, Gelee Royal nehme ich sehr, sehr gerne mit. Aber ist es jetzt dein Ernst? Er ist einfach die ganze Zeit irgendwie am Fuddern. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank. Ja, das hatten wir auch schon gelesen mit dem sein. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Ach so, das ist die Tür, glaube ich, ne, die da angezeigt wird. Ja, mit seinem Kollegen, der irgendwie leider nicht kommen kann. Okay, da müssen wir jetzt leider erstmal, jetzt muss ich wieder runter, glaube ich, einmal komplett durch, um dann nämlich zum Dings zu kommen, zum Speisesaal. Oh, ich weiß gar nicht mehr so. Ich muss auch sagen, ich verlaufe mich auch hier regelmäßig wirklich. Große Porträtgalerie, roter Saal, genau. Ich muss eins runter. Genau, okay, alles klar. Gut, dann ab runter mit uns zum Speisesaal. Und schauen wir mal, ob wir den guten Pater da jetzt irgendwie finden können. Also ganz ehrlich, ich bin echt so gespannt, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ob das wirklich einfach nur die Mutter ist total durchgeknallt, ist und dann man uns sagen wird, naja, hier ist eigentlich nichts Übernatürliches, du spinnst doch. Oder ob es wirklich dann so ist, so von wegen, ja, wir haben wirklich Dämonen, die uns quasi regieren. Also, ich bin echt so gespannt. So, Karmelitengeist ist leider auch voll. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Und ich sehe ihn aber hier nicht. Doch, da ist er. Warte mal, da habe ich noch irgendwie was. Was ist das? Ah, Goldelixier. Golden Elixir. Leider alles voll. Karmelitengeist, Goldelixier. Ich kann nichts davon verwenden. Aber gut, dann würde ich sagen. War hier noch irgendwie was? Nee. War nur eingebildet. Okay. Hallo, Piachi. Wir müssen mega unauffällig sein. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the Lance of Longinus, the soldier. If you could... You're not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Vollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. His nose is bleeding. So, you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? So, warte. Warte. Also, erstmal, mega weird. Er hat sich uns jetzt abgewandt die ganze Zeit. Seine Nase blutet. Er hatte uns warnen wollen. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es noch nicht. Aber die weitaus wichtigere Frage. Gegen was ist er denn? Ich könnte natürlich auch nochmal Hilfsmittelchen einsetzen. Mache ich auch gleich. Und zwar gegen Befragung und Manipulation. No, I was wondering about it myself. Oh, Louis, it's even worse than I thought. I believe you when you say you're going to come to find out more. But in that case, it means that Sarah didn't even tell you the point of it all. Because, believe me, you are looking for it. You are looking for the lance. You should know.
You are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Yes, my mother knows about it. Of course, Sarah. Who else? No one else. What are you going to use the lance for, exactly? I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spearheaded lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Okay, also er hat irgendwie genau das schon angesprochen, was ich halt auch glaube irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Suche weitere Hinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Mögliche Informationsquellen, Esoterik-Spezialisten, künstlerische Darstellung, heilige Texte. Okay, bisher eine Saufeder. Also er hat speerförmig gesagt. Das habe ich mir extra gerade nochmal aufgeschrieben. Okay, das bedeutet, dass ich jetzt wahrscheinlich mal in das Zimmerchen muss. In die Porträtgalerie wäre ich jetzt gegangen. Und hoffe dort einfach etwas zu finden. Künstlerische Darstellung oder heilige Texte. Wo finde ich denn heilige Texte davon? Holy shit. Also ich mache erstmal, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und suche, bevor ich überhaupt, also bevor ich, weiß nicht, ich wäre ja schön blöd, wenn ich jetzt schon da runterrennen würde. Hier könnten doch heilige Texte sein, oder? Ich meine, das ist eine riesige Bibliothek. Atreus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Gut, das hilft mir anscheinend nicht. Heilige Texte kann ich ansonsten hier... Ich meine, warum hat er so eine riesige Bibliothek, wenn da absolut nichts steht? Aber okay. So, ich müsste von der Kreuzigung selbst irgendwie mal so ein Bild sehen. Die Frage ist nur, wo ich sowas finde. Ah ja, warte mal. Aber das hilft mir, glaube ich, auch nicht weiter. Christ Crucified by Velázquez. Look. Someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alcudia. Ja, für Manuel Godoy ist das hier gedacht. Okay. Boah, wo finde ich denn da was? Haben wir hier vielleicht irgendwie... Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by their ear. The Fall of Phaeton. Nein. Another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning by his father Apollo for borrowing his chariot and losing control of it. Moral, don't steal dad's chariot. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Ich muss hier irgendwie eigentlich ein Bild dazu... Die Frage ist nur, wo finde ich das denn? Künstlerische Darstellung, heilige Texte. Esoterik-Spezialisten. Wer ist denn ein Esoterik-Spezialist, verdammte Axt? Vor allem hier hängen so viele von diesen Bildern. Das wird ja ewig dauern, bis ich hier einmal durch bin. Um mir alle Bilder einmal anzugucken. Ich meine, wo hängt man denn sowas am ehesten auf? So ein Bild von Jesus irgendwie.
Also vor allem, man braucht ja wirklich eins, wo man auch die Lanze irgendwie erkennen kann. Und das ist dann noch schwieriger. Oh my fucking God. Und irgendwo müssen hier auch noch passende Texte sein. Ach, guck mal. Amber Crystals. Na. Bringt mich noch nicht so weiter. Amber. Sehr gut. Schön. Bernsteinstücke finden wir hier erfolgreich. Chronicles of the Amber Princess. Ja, as Amber. I recall, Dorkin was my favorite character. Das bringt mich aber jetzt leider auch erstmal nicht weiter. Okay, ich muss nochmal... Oh, sehr gut. Noch ein bisschen Honig. Das finde ich nett. Ich muss jetzt echt nochmal überlegen, wo könnten noch mehr... Also wir vor allem, wir haben ja auch noch unendlich viele Zimmer, die ja auch alle noch mit Bildern bestückt sind. Ah, warte mal. Da vielleicht irgendwie sowas? Crucifixion of St. Peter. Ah, okay. He was crucified upside down. Out of humility. Nicht. Das war, ich hab surprising mich schon, for an entrance hall. Das sieht auch nicht danach aus irgendwie. Hier kann ich sowieso nicht raus. Nee, nee, nee. Hier überall auch nicht. Vielleicht weiß ja George Washington, aber er ist Esoterik-Spezialist, ist ja eher nicht, oder? Good evening, Mr. President. Good evening. Befragung. Warte mal. Erst Befragung. Ist er dagegen immun? Ich glaube nicht, oder? Manipulation und Dings, I'm back on the trail of my mother again. I don't have time to explain, but would you know anything about the Holy Lance? That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. In that case, I'll try and find him. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Das habe ich mir schon glatt denken können, dass er da irgendwie keine wirklich wahrliche Hilfe ist. Aber nun gut. Genau, hier haben wir angefangen. Deswegen, wir gehen jetzt nach und nach das Schloss durch. Und werden gucken, also von Wellner wollte ich sowieso gleich nochmal. So, Emily, könnte sie uns dazu nicht auch irgendetwas sagen? Vielleicht haben wir ja irgendwo noch ein Bild von der Kreuzigung bei ihr zu hängen. Oh mein Gott. Also ich wüsste eventuell, wo ich heilige Texte dazu finden könnte. William Pitt, the Elder, Earl of Chatham. Emily works with his son. Schön, schön, Emily, schön. Ich wüsste eventuell, wie gesagt, wo ich einen heiligen Text finden könnte. Und zwar oben in diesem Turmzimmer. Weil da gab es ja auch eine Menge Bibelsachen und so. Also ich, da gab es auch eine Menge Bibelbilder. Von daher hoffe ich, dass ich da vielleicht dann auf der richtigen Spur wäre. Napoleon Bonaparte, ich glaube auch nicht, dass er damit so viel zu tun hat. Peru denke ich mal auch nicht. Wie gesagt, ein bisschen Zeit habe ich ja, mich umzugucken. Ah, guck mal, hier könnten auch noch überall so Bilder hängen. Aber dann gucken wir erstmal hier das Turmzimmer. Das war hier, ne? Genau, schauen wir erstmal hier rein. Hier müsste ich eigentlich was finden, meiner Ansicht nach. Das sieht jetzt aber anders aus als vorher. Oder auch nicht. Ich kann es mir auch nur einbilden. Dante's Paradise. Ja, das ist sowieso. Raise your head and be reassured. For what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Okay, hier kann ich mir leider auch an sich nichts angucken. Hier waren überall von den ganzen Jüngern von Jesus, aber das bringt mich halt überhaupt nicht weiter. Hier, ach Gott, ey. Man könnte ja wenigstens irgendwie einen Hinweis geben, wo ungefähr man solche künstlerischen Darstellungen und heilige Texte finden soll. Also ich könnte schätzen, dass man, also ich weiß nicht, ob man nochmal in dieses geheime Zimmer rein darf von Mortimer, also in dieses hinter dem Kamin. It seems like he isn't here. Oh, wo ist er denn dann? Warte, da oben ist noch irgendwie was. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Okay, das bringt mir auch nichts. The signs of the zodiac. Ich überlege gerade, wo es noch. Aha. What a mess.
Looks like Volnor was interrupted. Johann, ich weiß, Sie wollen herausfinden, was mit Elizabeth geschehen ist. Aber das Ganze gerät außer Kontrolle. Ihre Eskapade auf dem Festland ist kostspielig genug. Ja, es war nicht einfach für Sie, Elizabeth einen Monat lang in Ihrem Zimmer einzusperren, damit sie Sarah nicht über den Weg läuft. Aber ausbüchsen? Ohne Vorwarnung? Ich musste lügen, um Sie zu decken, Johann. Tun Sie so, als ob Sie alleine angekommen wären vor wenigen Tagen. Und bringen Sie William dazu, das vor den anderen Gästen mitzumachen. Kommen Sie wieder zu sich und reißen Sie sich zusammen. Ich hatte Sie gebeten, etwas zu beschaffen, damit wir es von der Insel bringen können. Nicht, damit Sie in der vagen Hoffnung lesen, Macht dadurch zu erlangen. Dass Sie es in der vagen Hoffnung lesen, Macht dadurch zu erlangen. Okay. Sie werden darin keine Antworten finden, das sage ich Ihnen ganz klipp und klar. Sie riskieren höchstens, dass wir es wieder verlieren. Deswegen zum letzten Mal, hinterlegen Sie es bitte am vereinbarten Ort. Jemand wird es dann umgehend an sich nehmen. Gregory. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Straw on his desk. As if to protect something fragile. Yes. Someone must have packed something away here. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Yes. It's definitely a drawing of the Lock of Al-Azif. Volnor must have kept a copy. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Kurz gucken, ob wir das noch mal. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Okay, das wäre. Okay, wir haben's. Okay, ist ja auch sehr interessant, ne? Also, huhuhu, dann bekommen wir vielleicht da auch nochmal, aber dass er, na gut, er dürfte eigentlich schon gar nicht mehr irgendwie leben. Oh, warte mal. Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volnor was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature, though, and leave as Azif planned land. Die Nachricht auf dem Löschblatt. Schwierigkeit 8, Kosten reduziert um 3. Wie das Geschriebene entziffern. An Anleger hätte ich mal gesagt. Warte mal, ich. Anlegestelle, ja. Hätte ich auch gesagt. Landing stage. So Volnor is going to leave Al-Azif at the landing stage, isn't he? Sehr gut. So, aufgedeckte Nachricht. Sehr schön. Wir haben ja auch noch eine andere Eigenschaft. Wir haben Profiler. Nee, hatten wir nicht. Ach, ah nee, du denkst, du hast die richtige. Superschnüffler, du hast von Werners Antwort auf Sir Gregory Holmes Brief entschlüsselt und wir hatten noch irgendwas. Irgendwas. Du hast das Rätsel gelöst. Ich glaube, das war's. Kluger Kopf noch, um ehrlich zu sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, sehr gut. Dann haben wir an der Anlegestelle erwartet uns das dann also. Mitgenommen haben wir es jetzt trotzdem. Ich wollte es eigentlich hier lassen, sodass es nicht so offensichtlich wird. The chemistry set. That's not surprising coming from Von Volnor. The chemistry set. Und sonst noch irgendwie was? That's not surprising coming from Von Volnor. Okay, sonst anscheinend nichts, aber wir haben hier noch was. So, let's see what Volnor has in his bookcase. Okay, die Bücher untersuchen, Titel der Bücher analysieren, die Bücher analysieren. Not surprising. Most of these works are in German and one in Latin. Longini Militis Fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volnor has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Okay, sehr schön. Uh-oh. Dirty shit. Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What are you doing in my room? Lass mich ganz kurz gucken. Von Wellner ist gegen Ablenkung. Befragung, Manipulation. Okay, ich geh mal auf Nummer sicher, okay. Well, sir, I see you have some captivating books, and you seem to be rather interested in the famous Longinus. No, it's
What's it to do with you? I overheard you speaking with Piaggi. What are you two up to, exactly? No, I... Oh, fine. Yes. We are looking for the Holy Lance. That imbecile has given Mortimer all the ones kept in the private collection of the Holy See. But it's not what you think. I... Hang on a minute. You're the one looking for the lance. No, don't take me for a fool. You are looking for the Holy Lances. What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No. That's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it, so you're not worried that I'd give it back to him. What are so you? So why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Mr. Von Vollner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you, that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Da habe ich es gerade nochmal geschafft. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Esoterik Spezialist? I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Oder heilige Texte? Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians. The fish. Okay. So, also, Lanze mit Kupfer, Form einer Saufeder, dann ist das Fischsymbol noch eingraviert. Ich weiß nicht, ich fände das gut, wenn das jetzt sich da abhaken würde, so, okay, du hast künstlerisch dich da angestrengt, alles klar, aber immerhin etwas. Also, das haben wir jetzt schon mal erfolgreich hinbekommen, wir haben mehr Informationen zu Lanze an sich gefunden. Ich würde eventuell, was für ein Zimmer war das hier? Achso, ja, von, obwohl, vielleicht bei Elizabeth könnte man ja trotzdem nochmal reinschauen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche Texte finden werde. Ich weiß jetzt immer noch nicht. Also eigentlich hatte ich jetzt gedacht, dass von Wellner, aber ja gut, man weiß einfach nicht. So, warte mal. 13. November 1791. Ja, das habe ich auch schon. Kenne ich alles. Okay. So, hier hinten. Alright. I've retrieved everything. Sehr gut. So, alles eingesammelt. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, raus mit uns. Gut, also, ich würde vorschlagen, dass wir trotzdem nochmal, George Washington komme ich nicht rein.
dass wir trotzdem noch mal nachschauen gehen. Wo am besten? Ja, ob wir noch mal in diesen geheimen Raum kommen. Ich guck mal bei Kardinal Piaggi im Zimmer, weil da müsste er auch eigentlich... Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Aber müsste hier nicht auch... Da oben zum Beispiel, da ist noch was. Gut, das ist nur Karmelitengeist, aber... Müsste hier nicht auch irgendwie was zur Kreuzigung, weil ich meine, das ist das Zimmer vom Kardinal. Müsste hier nicht auch irgendwie so ein kleiner Hinweis auf die Kreuzigungsszene oder so sein? Offenbar leider nicht. Das wäre auch ein bisschen sehr verstörend. Aber dann gucke ich mal, denke ich mal, wie das jetzt mit diesem kleinen Hinterdings da ist, mit diesem Hintertürchen. Ach, guck mal. Let's have a look at his personal papers. Aha. Of course. It's in Latin, the language of the church. Kann ich doch übersetzen, oder? All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Ah. Lancea Sancte, various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. And that should help me identify. Gut, das hatten wir ja eigentlich auch schon, die speerförmige Spitze. Ist jetzt ein bisschen gewastet gewesen, aber ist vollkommen okay, weil mehr Informationen sind immer besser. Also wie gesagt, hier schon mal gut herausgefunden. Ich würde sagen... Ja, ja, ich weiß. I bet he went back to stuffing himself. Weiß ich doch, weiß ich doch, weiß ich doch. Kann man da hinten auch noch raus? Dann gucke ich hier nämlich nochmal. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwie was. Ich weiß gar nicht, wessen Zimmer das jetzt schon wieder war. Ich bin nämlich... Achso, das war mein Zimmer, ne? Genau, Louis de Richer, das war mein Zimmer. Und dann gucken wir einfach mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch hinbekommen werden. Dass wir vielleicht noch ein, zwei Informationen finden. Ansonsten... Ah, guck mal, Gilet Royal, das kann ich hier nochmal nachnehmen. Ansonsten ist es auch nicht so dramatisch. The torture of Ixion. Condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Weil wir nämlich wirklich schon einige Informationen meiner Ansicht nach gesammelt haben. Ich meine, besser als gar keine. Ich schaue hier auch nochmal gerne. Achso, okay. Das hatten wir. Warte mal, aber ist da dann noch was drin? Golden Elixir. Ah ja. Ist schon voll. Inferno by Dante. Ja, überall Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. So, ich schau da nochmal. Ist da nochmal irgendwie was? Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Gut. Also, nächste Folge. Wir gucken nochmal beim Kamin. Ansonsten, ich meine, wir haben ja eigentlich schon recht interessante Informationen. Wir haben hier die Form eines Speeres, genau, das ist die Lanzenspeere. Also ich glaube, damit würden wir auch schon weit kommen. Aber wir werden es herausfinden, schätze ich mal. Und zwar spätestens in der nächsten Folge von The Council. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage...